Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Mennecke, ich bin Geschäftsführer der eStock Informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes eStock Trends, der monatlich erscheint und natürlich jetzt immer wieder zum Thema hat Russland, Ukraine und was alles dahinter steckt. Lesen Sie auch die Neuausgabe, Probeexemplar oder drei Ausgaben kosten ja per E-Mail nur 15 Euro. Ja, auch im nächsten Ostbörsenbrief und im nächsten Jahr werden wir uns schwerpunktmäßig mit der Russland-Ukraine-Krise beschäftigen müssen, denn sie bestimmt nicht nur die Kurse in Russland-Ukraine, sondern möglicherweise auch weltweit. Das Thema ist, und Sie kennen diesen Appell, wie der Krieg in Europa nicht in meinen Namen von vielen angesehenen Politikern, Managern und Schauspielern, darunter auch Ex-Kanzler Schröder, Adorno, aber auch Herzog, der Ex-Bundespräsident, haben sich dafür entschieden, für eine neue Entspannungspolitik zu appellieren. Und das mache ich auch in diesem Video und ich will auch einige Hintergründe dafür Ihnen darlegen. Denn ich glaube, wir werden momentan dominiert von den sogenannten Falken. Falke ist ja ein sehr ein Raubvogel, aber ein sehr... der sehr gute Augen hat, aber auch schnell reagieren kann. Von daher wird er von den Kriegern oft benutzt als Symbol. Und die Falken sitzen ja nun überall in Amerika, in Israel, im Iran auch, in Russland auch. Sogar in Europa vermutet man sie unter einigen Europapolitikern, die nämlich, das sind die Militaristen, die die Aufrüstungspolitik befürworten und sie wissen, was gerade passiert, eine Aufrüstungspolitik der NATO und Amerika und Russland. Alle rüsten auf. Nun hat Amerika den 10-fach höheren Militäretat mit fast 600 Milliarden US-Dollar, Russland an die 50 bis 60 Milliarden US-Dollar. Also, sie sind nicht ganz gleichwertig. USA ist die Militärmacht Nummer 1, aber die Russen befürchten, dass sie dadurch auch die Weltordnung gewissermaßen dominieren. Durch die Falken gewissermaßen, die dahinter sitzen. Nun, dann sollte man erstmal sagen, wer die Falken alles sind. Das ist natürlich alles auch Rüstungslobby, ist natürlich auch Öllobby, ist natürlich auch Wirtschaftslobby, ist natürlich auch Banken- und Finanzlobby. Alles in einem in Amerika, die möglicherweise gleiche Zielsetzung haben. Natürlich, dass die amerikanische Politik dominant ist in der Welt und die Russen befürchten sich jetzt so ein bisschen an die, wie Putins ausdrückt, dass der Bär an die Kette gehängt wird und von daher auch abhängig wird von dieser Politik. Und sie wissen sich zu wehren oder auch nicht. Momentan befindet sich Russland nun mal in einem Handels-, auch in einem Währungs- und auch einem Finanzkrieg mit den USA. Angehängt ist ein Ölkrieg und sie wissen alle, das ist die Achillesferse. Einerseits die Finanzen, nämlich die 600 Milliarden US-Schulden, die Russland über die Unternehmen hat, nicht der russische Staat, sondern über die Unternehmen und die Banken und natürlich in Verbindung mit dem Ölpreis. Und wir hatten ein ähnliches Szenario 1998, wo der Ölpreis sogar auf 98 US-Dollar fiel und die Rubelkrise dann natürlich zu auch einer Staatsfinanzkrise sorgte, zu einem Staatsbankrott, der allerdings zunächst erstmal in der Ukraine zu befürchten ist, denn die Ukraine brauchen dringend 15 Milliarden und auch bei den Ukrainern in der ukrainischen Regierung sitzen unter der Leitung und der Führung von Jasenjuk überwiegend Falken. Und das ist das, was mich doch sehr skeptisch stimmt für das nächste Jahr, nämlich, dass wir eine neue Weltordnung bekommen werden, die wiederum von Falken dominiert wird, wo all die Kriege, die wir bis jetzt haben, im nächsten Jahr fortgesetzt werden, möglicherweise sogar in verschärfter Form. Und wir sollten alle dagegen angehen, möglicherweise auf die Straße gehen, um A, die Hintergründe all dieser Kriege mal genau zu durchleuchten. Da haben die Medien eine große Verantwortung. Und Internet ist da oft sehr hilfreich, weil die Menschen Mainstream-Medien nicht hinreichende Dokumentation machen, um alle diese Hintergründe auch darzulegen, wie es zu diesen Kriegen kommt. Sei es nun zu dem Irak-Syrien-Krieg, wo die Amerikaner natürlich auch maßgeblich mit beeinflussen. Sei es durch den Israel-Palästinenser-Krieg, der ja schon Jahre andauert und keine Lösung hat. Sei es in Afghanistan und Pakistan, wo Drohnen dominieren und schon über zu 4000 Toten auch bei Zivilisten geführt haben, wo sie ja immer wieder zu Anstiege der Taliban kommt, wo aber auch diese Terror-
sogenannte Terror-Manage, einige instrumentalisiert werden. Bin Laden wurde ja auch schon instrumentalisiert von den Amerikanern, dann aber als Terrorfeind Nummer 1 auserkoren. Ähnlich ist es jetzt mit den Taliban in Afghanistan, Pakistan und last not least in der Ukraine, wo wir ja auch einen Krieg haben werden, meines Erachtens im nächsten Jahr wieder, wo die Ukrainer selbst aufrüsten, den Militäretat verdoppeln und wo die Amerikaner sogar Waffen hinschicken wollen, was ja, Sie kennen die Brzezinski-Doktrin, wie die amerikanische Außenpolitik und Amerika in die Weltherrschaft behalten werden kann. Und da gehört Russland als letztes Mosaiksteinchen nun auch dazu. Dass jetzt nun 370 Gefangene ausgetauscht wurden, ist für mich nicht maßgeblich, sondern wie es politisch weitergeht in der Ukraine. Und die Politik kann, auch wenn es nicht maßvoll gemacht werden, zu einem Weltkrieg führen. Da müssen wir gerade, wenn die Manöver immer weiter fortgesetzt werden, dort an der baltischen, polnischen, aber auch an der ukrainischen Grenze von den Russen, von den Amerikanern, von der NATO, dann sind das gefährliche Situationen. Sie wissen, MH17 ist immer noch nicht aufgeklärt, auch die 100 Maidan-Tote, auch was in Odessa passiert ist, ist noch nicht aufgeklärt, und da müssen wir doch endlich mal darauf drängen, dass dieses aufgeklärt wird. Nicht nur einseitig die Russen schuld, die Schuldigen sind. Natürlich sind die auch mitschuldig und haben nationale und nationalistische teilweise auch Interessen, aber die Ukrainer auch, aber auch die Amerikaner, aber auch die Europäer. Insofern sind wir alle aufgefordert zu einer Mäßigung, und das ist eben der Appell, zu sorgen, wieder Krieg in Europa nicht. In meinem Namen, ich unterstütze das, gucken wir uns die nicht für mich so maßgeblichen momentan Weltbörsenstände an. Wir haben den DAX bei 9.899, fast unverändert, den Dow Jones auf Allzeithoch, den nützt natürlich der niedrige Ölpreis momentan. Konsum wurde, Weihnachtsgeschäft war gut, 18.054, Wachstum ist stärker als erwartet, aber auch Amerika wird in den nächsten Jahr 18 Billionen US-Schulden zu vermelden haben. Und sie sind die internationalen, die Industrieländer sind in einer Verschuldungskrise, und das wird sich verschärfen. Im nächsten auch die Euro-Krise mit Frankreich und mit Italien. Nikkei-Index auch 17.935. Die Abenomics sind sehr gut für die Börse, aber sind sie auch gut für das Land? Auch Japan befindet sich in einer Rezession. Der RTS-Index ist bei 828, minus 1,8% wurde ja gehandelt, aber kommt von 578, das ist immer ein Plus 43,25%, die der RTS seit dem 17. Dezember gemacht hat. Einige Aktien will ich mal hervorheben. Polius zum Beispiel, Goldunternehmen, ist um 9% gestiegen auf 9,75 Euro. Zink, ein Zinkunternehmen, sehr gutes übrigens, bei 3,5 Euro plus 8%. Die Baschneft, was ja immer noch nicht geklärt ist, was mit Baschneft passiert, unser wichtiges für Russland, bei 105 Euro plus 7%, und NLMK, Novolipitsky Steel bei 10,2 Euro plus 6%. Stahlwerte haben sich ja sehr gut behauptet im letzten Jahr, auch eine Rosa, die bei 9,98 Euro plus 3,4%. Gazprom ist weniger gut. Der Brentölpreis ist bei 59,54. Sehr wichtig weiter für Russland, wenn der Brentölpreis weiterfallen sollte, kommt Russland immer mehr in Schwierigkeiten. Russland wird in eine Rezession kommen. Russland wird hohe Inflationsraten von weit über 10% haben, und wird auch natürlich durch geringere Außenhandelseinnahmen haben, dadurch, dass mit Europa der Handel sehr eingeschränkt und möglich ist, weil Europa jetzt zu teuer wird für die Russen, und umgekehrt auch natürlich jetzt die Sanktionen wirken für die russischen Staatsunternehmen, vor allen Dingen, da sie sich nicht mehr refinanzieren können. Das ist das Hauptproblem. WTI bei 55, also wenn das auf 50 fällt, dann wird es sehr schwer für Russland, auch für Iran, auch für Venezuela, die in die Staatspleite kommen können. Gold bei 11.195 ist nicht der Krisengewinner, plus 1,7%. Jetzt aber relativ stabil auf diesem Niveau. Silber ebenso bei 16, plus 1,5%, ist nicht der Krisengewinner. Der Euro und Rubel bei 65,15, ist wieder der Euro ein bisschen gestiegen um 2%, aber er kommt von 100, ist jetzt bei 65, und bei US-Dollar und Rubel bei 53, plus 2,7%. Er kommt von 79, also die Spanne von ist da sehr stark. Der Euro und US-Dollar übrigens bei 1,21, der Euro-Bund-Future bei 155. Wir haben die höchsten Euro-Bund-Future und die niedrigsten Renditen damit, auch das ist ein Bubble. Nochmal, mein Appell ist, und geht dafür auf die Straße, und das ist meine Botschaft für 2015, kein Krieg mehr in Europa, bitte, und Politiker, sorgt dafür. Es ist jetzt sehr wichtig, dass auch das Volk aufgeklärt wird über all die Hintergründe, die ich genannt habe, dass die Falken zurückgedrängt werden, dass die Politiker, dass politische Prozesse jetzt auch in der Ostukraine eingeleitet werden. Wenn nicht, dann wird es gefährlich, auch für Europa, auch für die Welt. Das ist mein Appell.
Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch trotzdem und einen viel Erfolg zu 2015 und lassen Sie uns alle zusammenhalten. Über Ihr Feedback bin ich sehr gespannt. Vielen Dank, auf Wiedersehen, bis zur nächsten Aktualisierung von EastDocTV. Auch ich werde mich bemühen, meines dazu beizubetragen. Das aber mehr als jetzt, das jetzt zu sagen, kann ich nicht tun. Vielen Dank, auf Wiedersehen.